Servus, servus. Erstmal ein gutes neues Jahr. 2020 alle. Leider war 2020 jetzt nicht so der Bringer, aber mal gucken, was dieses Jahr bringt. Aber naja, egal. Lassen wir das Thema weg. Ich zeige mal wieder gern was. Jetzt geht es schon wieder los. Was heißt wieder los? Ich baue so immer ein bisschen. Das Problem ist mit dem Fahren gerade. Ich habe die DTM-Fahrzeuge jetzt fertig auf ihren Chassis. Hier zum Beispiel, ich würde sie gerne testen, kann man im Moment aber nicht. Deswegen wird einfach anderes Zeug gemacht. Ich zum Beispiel möchte in Zukunft Ersatzteile wie Felgeneinsätze, Spiegel, Kleinigkeiten in Resin abformen. Gerade Spiegel. Spiegel ist ein ganz großes Thema. Das werde ich auch eventuell noch mit Flexi versuchen, also mit Gummi. Das Problem ist, der Gummi muss heiß sein und überhaupt. Da muss ich mir noch einschaffen. Im Moment kümmere ich mich ums Silikon. Und da fangen wir jetzt mal an. Wir brauchen natürlich Silikon. Ich habe das so aber alte Tasse. Weil aus dem Keramik kannst du nachher das schön rausziehen. Das heißt, du machst dir deinen Behälter nicht kaputt. Deswegen habe ich so eine Keramiktasse. Muss aus Keramik sein und schön glatt. Was ist denn das? Klarer Glaub. Wie gesagt, wenn es nachher trocken ist, kannst du es so rausziehen. Deswegen nehme ich gern das. Dann brauchen wir Holzspatel. Ich empfehle diese Holzspatel. Ich empfehle da nichts anderes. Weiß ich nicht, warum. Es funktioniert mit denen besser. Du kannst es sauber unterheben, dass keine Luft reinkommt. Deswegen, der Kosten. Ich habe da, was sind das? 500 Stück haben, ich glaube, 4 Euro gekostet. Ja. Dann brauchen wir natürlich die Felge, um die es geht. Dann brauchen wir der Härter für Silikon und dann brauchen wir Silikon. Ich nutze im Moment das Silikon zum Testen. Das sind 5 Liter oder 5 Kilo. Die kosten 100 Euro. Das ist sehr gut. Das ist genau für Formenbau, hat es die richtige Viskosität. Ich nenne es einfach, es ist nicht zu weich und nicht zu hart. Deswegen. So, was wir jetzt brauchen, ist etwas, wo wir die, ich habe was vergessen. Wo ist? Ich muss schon schauen. Ich habe was vergessen. Wo haben wir es denn? Hier hinten haben wir es, glaube ich. Ja, genau. Ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Es gibt einmal ein Spray. Ich bin vom Spray nicht so überzeugt, deswegen nehme ich das zum Pinseln. Ein Trennmittel, was euer Werkstück nachher von der Form wieder einfach trennen lässt. So, jetzt ist die Frage, wir brauchen einen Kasten oder was auch immer, was, wie, was, wo. Da das jetzt so eine kleine Felge und ein Test ist, habe ich mir ausgedacht, ich nehme, einen Moment, warum ist denn der jetzt so verstaubt? Egal, dann putzen wir noch. Ich nehme einfach einen Gewürzdeckel. Einfach erstmal zum Testen. Es geht hier rein um einen Test. Entschuldigung, ich bin leicht verschleimt. Nachher, wenn das funktioniert, wie ich mir das vorstelle und alles funktioniert, dann mache ich mir so einen kleinen Holzkast oder kleines Holzkastelle, wo ich verschiedene Dinge drin habe und nicht nur eins. Wie gesagt, das ist jetzt rein zum Testen, damit man sieht, okay, so kann man das machen. Ich möchte das so machen, ich möchte das Silikon reinfüllen, am besten fast voll hier und möchte dann die Felge nicht bis zum Boden drücken, sondern, ich muss das schnell messen, ich möchte das. Probieren wir es mal auf 2 mm. 2 oder 3 mm muss, will ich das rein. Das heißt, ich lasse die einfach rein. Ich markiere mir das nachher gleich rundherum. Und bis dahin drücke ich es dann rein und dann lassen wir es trocknen. So, ich mische jetzt mal alles an. Das dauert nämlich zu lang für ein Video. Ich mische jetzt an. Silikon und mein Herder mische ich da drin an. Ich mache das gern ohne Kamera. Nicht, weil ich es nicht kann oder so, sondern weil... Du hast 5 Minuten Zeit, je nachdem wie viel Härter du reinlehrst, bis das dann ansetzt. Und da muss schnell sein, finde ich. Und ich habe die Ruhe nur, wenn ich allein bin. Also, ich mische das jetzt an, ich fülle das da rein und zeige euch das nachher, wie man das da reinfüllt und wie man das taucht. So, das heißt, es kommt gleich ein Schnitt. Also ein Schnitt. Und Schnitt. Ein kleiner Gag. Mir fiel jetzt nichts anderes ein. Also, ich habe jetzt mal alles vorbereitet. Für Silikon. Was bedeutet, ich habe mir die Felge markiert. Das habe ich so gemacht. Ich habe der alte Messschieber-Trick genommen. Ich habe den auf 3 mm eingestellt, festgeschraubt. Den muss ich immer schnell ausmachen. Und dann einfach geritzt. Und den Ritz
den Riss oder den, die Einritzung habe ich mit einem ganz normalen Faber-Castell nachgezogen, weil der fährt nicht ab, nichts. Deswegen nehme ich den. So, dann haben wir die Felge markiert mit den 3 mm. Dann müssen wir das ja umrechnen. Ich habe hier jetzt ein Silikon, wo 1000 Gramm 40 Milliliter Härter brauchen. Das bedeutet, 100 Gramm wären 4 Milliliter. Ich muss mir das jetzt ungefähr abwiegen. Das heißt, ich habe hier meine Tasse. Ich habe eine Markierung reingemacht. Mal gucken, ob man das sieht. Ja, da und da. Da habe ich eine Markierung reingemacht. Das ist ungefähr das Volumen von diesem hier. Und da will ich jetzt das Gewicht wissen, damit ich auch weiß, wie viel Härter ich verwenden muss. Für den Härter, Pipette, ganz wichtig, mit skaliert. Das kriegt man aber im Set dazu, also auch die Pipetten und so. Wenn man sowas holt, kriegt man das meistens im Set. Also fangen wir an, das abzuwiegen, das Silikon. Wir haben hier die Tasse, machen Teer, also 0. Und jetzt sehen wir, wie viel Silikon bis zu unserer... Ich nehme hier einen Löffel. Jeder macht es so für sich. Ich nehme einen Löffel. Ja. Brauchen wir noch ein bisschen. Oder? Ja, noch einen kleinen Schüssel. So. Ja. Gut. Muss ich schnell mal einen Löffel abtropfen lassen. Wie gesagt, das Silikon, das kriegt man aber da abgezogen, sobald es angetrocknet ist von den Sachen. Das ist nicht das Problem. Normalerweise habe ich hier, meine Zehen sind alle. Ah, muss ich mir nachher, wenn ich aus der Küche klaue. Kennt ihr bestimmt so. Ich mache das jetzt so. Und dann lege ich mir dann, ich habe hier so ein Brettchen extra dafür. So, dann machen wir das Silikon wieder zu. Wir haben da jetzt 25 Gramm Silikon. Was bedeutet? Das wären ein Viertel von 100 Gramm. Was bedeutet eigentlich? Bei 100 Gramm wären das 4 Milliliter. Dann sind es ein Viertel, ein Milliliter. Fertig. Ein Milliliter und gut ist. So, das Silikon kann man so stehen lassen. Das macht so erstmal nichts. Also das wird nicht hart oder so. Das kann man auch bis zu einem Jahr lagern, ohne Probleme. Auch die Härtergeschichte kann man bis zu einem Jahr lagern. Das ist nicht das Problem. So, also hier haben wir jetzt das. Hier haben wir unsere Form. Ich brauche noch ein Brettchen, weil wenn man saut, möchte ich nicht, dass mein Arbeitsbrett unbedingt voll mit Silikonisch. Einen Moment, ich habe immer Brettchen. Immer. Ich habe mir mal im Baumarkt einige, oder ich, nee, Verschnitte kaufe ich da, genauso Verschnitte. Mir sind die Maße ja scheißegal. Mir geht es ja um. So, jetzt machen wir das nämlich so, dass wir da Silikon reinfüllen. Jetzt muss ich überlegen. Wie gesagt, das ist für mich auch das erste Mal. Formen machen von Autos ist jetzt kein Problem mehr. Wie mache ich das am geschicktesten, dass das so hält und nicht auf dem Boden ist? Wie mache ich das? Lasst mich kurz überlegen. Wir probieren es jetzt mal, indem wir es auf den Boden legen. Und mit Silikon auffüllen. Ne, erst Silikon und dann den rein. Ja, wir machen erst Silikon rein und dann den rein. Also, hier haben wir jetzt unser Silikon. Hier ist unser Härter. Wir brauchen 1 Milliliter. So, dazu habe ich meine Pipette. Die ist hier 1, 2, 3 Milliliter. Das heißt, wir machen die jetzt auf 1 Millimeter voll. Das ist natürlich bedeutend zu viel. Jetzt muss ich gucken, dass ich die Skala sehe. Nein, vorbei. Also nochmal, das ist ein bisschen, ich muss mir die, glaube ich, an. 2.
Jetzt haben wir einen. So, jetzt haben wir einen. Was bedeutet, wir werden den jetzt hier hineingeben, komplett. Stecken den schnell hier rein, tun den weg wegen dem Rühren und rühren jetzt ordentlich. Ordentlich verrühren. Und jetzt, ab jetzt haben wir 5 Minuten Zeit. Ab jetzt haben wir 5 Minuten Zeit. So. Schön verrühren. Top. So, dale. Dann habe ich was vergessen, das nervt mich gerade. Wo habe ich ihn hingelegt? Dann machen wir es anders. Also Leute, legt euch das Zeug vorne hin. Ich habe einen Pinsel vergessen, das nervt mich jetzt tierisch, muss ich zugeben. Deswegen muss ich das jetzt hier anders machen. Es kotzt mich gerade an, aber naja. Wir machen das jetzt so. Ich leere mir davon was hier rein. So, dale. So, also. Jetzt tun wir das Silikon in unsere Form. Alles sauber rauskratzen. So, dann gebe ich euch einen Tipp. Tut den Spachtel mit rein. Wenn das nachher härtet, könnt ihr das am Stück rausziehen. So, dann klopfen. Ganz wichtig. So wie ich. Ihr seht, da kommen Luftblasen hoch. Darf jetzt natürlich nicht umkippen, aber ihr seht, kommen schon keine mehr. Weitermachen. So. Felge tunken. In der bisschen abhusten, soll er nur benetzt sein. Normalerweise nehme ich einen Pinsel und jetzt drücken wir den rein und zwar bis zur Markierung. So, das ist jetzt nur mal ein Test. Das war's. Jetzt leere ich mal schnell das weg. Eigentlich würde ich es gerne wieder reinleeren, aber naja. So, jetzt muss ich gleich selber holen. Das ist jetzt rein nur mal ein Test. Wie das funktioniert oder ob das so funktioniert. Wenn das so natürlich nicht funktioniert, lassen wir uns was anderes einfallen. So ist mal nicht. Wir lassen das jetzt trocknen. Das braucht bei Zimmertemperatur gute 6 bis 8 Stunden zum Trocknen, das Silikon. Und wenn das dann trocken ist, dann zeige ich euch das nächste Video, wie wir das mit Resin gießen. So, da lädt alles zu. Muss ich gleich noch wegputzen. Das war's jetzt erstmal für heute. Wir müssen das, wie gesagt, jetzt einfach trocknen lassen. Das stelle ich jetzt einfach auf die Seite. Da lassen wir das trocknen und dann, wenn das soweit ist, zeige ich euch den zweiten Teil. Das hier war jetzt Test, Kleinteile in Silikon abformen. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Tag. Haut rein!